Hallo, Hallöchen, willkommen zu einem weiteren Let's Play aus OMSI, dem Omnibus-Simulator hier auf OMSI Pur LP. Ich habe heute dabei den Maurice, der sich mal selbst vorstellen kann, denn wir fahren heute zusammen. Moin zusammen, Maurice von Capture the Games ist am Start. Ist dieses Mal bei mir aber die erste OMSI-Folge. Der Marc, der hat schon ein paar mehr am Start. Sein Kanal wird auf jeden Fall in der Beschreibung sein. Und ja, zur Karte wird euch der Marc jetzt erstmal was sagen. Der das immer ganz toll findet, wenn er Karten vorstellt, von der eigentlich der andere mehr weiß. Aber es handelt sich um die noch nicht veröffentlichte Weyershausen V2, eine Karte, die Work in Progress, also noch nicht releasefertig ist. Aber der Maurice meinte, wir könnten die Linie 21 davon schon mal zeigen. Ja, klingt doch vernünftig, oder? Ja, fahren wollen wir von Hauptbahnhof Nordseite nach Am Kelchberg. Linie 21, Abfahrt haben wir in wenigen Minuten. Maurice, noch was dazu zu sagen? Ne, erstmal umgeschildert und in Perspektive. Hauptsache, hinter uns ist der Gelenkzug, den wir gerade abgelöst haben. Yep. So, am Kelchberg ist als Ziel drin. Ich fahre einen Citaro Solo. Ich glaube, du hattest dir ein Gelenkfahrzeug rausgesucht, sagtest du, ne? Jupp, ich hatte ein Gelenk oder ich habe ein Gelenk mit Bandenwerbung von Aldi. Sehr schön. Ich habe die neutrale WASW-Beschriftung. Wundervoll. Wollen wir mal hocken, wie ruckelfrei das funktioniert? Nicht. Das Problem ist, dass Aldi mir nichts bezahlen wollte, die Werbung darauf zu schildern. Also Ja. warum soll ich? Ist sehr schön, wenn Aldi dich sponsert. Finde ich prima. Ja. Es gibt Sachen, die gibt's, und es gibt Sachen, die gibt's nicht. Was sagt er bei mir? Bei mir sagt er 1,7. Bei dir? Bei mir sagt er auch minus 1,7. Wundervoll. Und sollte soweit okay sein. Ich habe allerdings noch keine Fahrgäste, die einsteigen wollen. Ich weiß nicht, wie weit man an dieser Haltestelle vorziehen muss, damit sie das tun. Hab zwei Leute drin. Kann sein, dass du einmal überalt machen musst, wenn da welche stehen und die nicht rein wollen. Also als Ziel in der roten Schrift ist Am Kelchberg eingetragen. Von da sollte das eigentlich nicht nötig sein. Es sei denn, du Boah. sagst mir definitiv was anderes. Also ich habe das gemacht. Das wäre ja schade, wenn das nötig wäre. Ist ja Work in Progress. Genau. So, an die Jetzt Leute auch von meiner Seite. Mein Fahrstil kennt er ja noch nicht. Ja, sobald ich losfahre, einfach Augen zu und wenn ich an der Endspur sage und ich bin jetzt da, dann könnt ihr die wieder aufmachen. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie der Fahrstil des Gelenkbusses ist, der hinter mir steht. Der ist mir nämlich gerade eben ins Heck gedonnert. Echt? Ja, und das nur, weil ich ein winziges kleines Stück vorgezogen habe. Und das mit Aber dem mir Schildern sind. hat übrigens nicht geholfen. Okay, dann wollen die einfach nicht mitfahren, die mögen ich nicht. Ja, das dachte ich mir. Die kennen mich ja hier auch noch nicht, ne? Ich bin ja auf dieser Karte quasi noch nie gewesen. Eben. Ja, ich kann ja mal so tun, als ob ich sie reinlassen will, aber ich glaube, sie wollen wirklich nicht. Übrigens, die Frau, ich weiß nicht, ob die überhaupt laufen kann. Irgendwie sieht das so aus, als ob die mit ihren Knien im Boden steckt. Hingegen der Herr, der über die Brücke läuft, da, der läuft völlig normal, also soweit man davon reden kann. So, ich bin auf jeden Fall abfahrtsbereit. Motor läuft, Ich alles am auch. Start. Jawohl. 0,1. Ja, ich würde mal sagen, Abfahrt, ne? Ja. Dann gehen wir ihn mal nach. Man könnte sich mal bewegen. Okay. Bin aber überlegen, ob ich eine extra Runde drehen soll, nur damit der GN hinter mir verschwindet. Meiner wird auf jeden Fall verschwinden, weil der ist ja jetzt da mit Warnblinker. Wir müssen hier rechts raus, ne? Genau. Hast du keine Wegpfeiler an? Gucke ich gerade nochmal nach. Doch, habe ich eigentlich an. Gut. Ja, kein Pfeil heißt ja in der Regel immer geradeaus, ne? In der Regel. Und was mache ich außerhalb der Regel? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht verbluten. Genau, so sieht das aus. Kollege rechts vor links. Voll der Skoda an mir vorbeigezimmert. Weyershausen hat kein Geld für geteerte Straßen, oder? Nee, in dem Abschnitt auf jeden Fall nicht. Der Abschnitt ist sogar noch aus V1. Wir haben den nur leicht überarbeitet. Aber keine Bange, neue Abschnitte kommen wir auch noch. Okay, am Busch, da möchte der Mirko gerne einsteigen. Ach, bei mir steht da keiner. Schweige und Haltestellenansagen habe ich genieße leider da nicht. durch. Hallo. Hallo Mirko. Ein Testopfer. Oh, jetzt kommt Nordstadt. Was? Wieso sind wir hier Ja. in Dortmund oder was? Nee,
Zum Glück nicht. Sprach der Dortmunder. Das ist der Moment, wenn man von Kieselstein auf Betonplatten kommt und sich denkt, der Zustand hat sich immer noch nicht gebessert. Straßen sind halt nicht die besten, ne? Habe ich jetzt die Ansage von dir gehört oder war das meine? Könnte deine gewesen sein. Meine ist nämlich schon längst zu Ende. Ja, Nordstadt hat offensichtlich eine. War das Mozart? Klang danach, war aber zumindest ziemlich leise. Oh. Janett will einsteigen und der Philipp auch. Ja, Manfred, Janine, was steht denn hier alles? Meine Güte. Guten Tag. Alle wollen sie mit. Guten Tag. Familienausflug. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wer fährt denn schon mit einem ÖPNV? Oh. Oma Erna ist auch dabei. Oi. Genau. Ja, ja. Ja, zu früh losfahren tun wir natürlich nicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ist bei dir eigentlich die Hamburger AI rum? Ja, ne? Ja, sonst wäre mir der Hamburger Gelenkbus eben nicht hinten reingefahren, ne? Ja, ich rede ja von den Autos. Ach so, ja, die hattest du, glaube ich, da eingebaut, ne? Gut. Du oder warst dein Kollege? Ich weiß es ja nicht. Ich habe wieder Abfahrt. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ich baue ja nur Strecken. AILIS und sowas ist nicht mein Gebiet. Dafür habe ich immer meine Leute. Bei dir müssten sie ja auch in Steam eine extra Zähler einbauen für die Spielt-Omsi-Zeit und Baut-Omsi-Zeit. Ach Quatsch. Aha. Oh. Ein Mensch mit einem T-Shirt, wo T-Shirt draufsteht, möchte einsteigen. Also ich habe hier definitiv Mozart-Ansagen. Warum wollen die nicht einsteigen? Jetzt wollen die einsteigen. Du bist schon im Gewerbegebiet Nord? Moin. Ja, bin ich. Komm ich jetzt gerade an? Hab ein bisschen Verfrühung. Ja, deswegen habe ich ja auch noch einen Moment gewartet. Kann ich ja ein bisschen abhaken jetzt. Mhm. Hallo. Guten Hallo. Tag. Gleich nochmal die Karre von außen zeigen. Der Mirko will erstmal eine Fahrkarte. Danke, das war passend. Guten Tag. Der Marc ist dabei, der Robert steigt ein. Also nein, nicht der Marc, der jetzt hier am Steuer sitzt, sondern der kleine Marc, weißt du? Der Schüler. Oh, da kommt ein GN2. Den hat Next Gen Games ja auch Marc genannt. Kommt dir auch ein GN2 entgegen? Bisher kommt mir noch nichts entgegen. Hoffentlich kommt er rum, ohne mich mitzunehmen. Ist das richtig? Wir müssen rechts, ne? Ja. Okay. Das sieht nur so aus, als ob die Straße da verschwindet, aber in Wirklichkeit geht's nach unten. Ja, ist immer noch aus Omsi 1 hier die Stelle. Der ersten Version. Mhm. Nächste Haltestelle, Untertalstraße, Gymnasium. Wusch, Bodenwelle, wusch. Mhm. Ja, mit manchen Fahrzeugen sollte man da echt vorsichtig fahren. Sonst setzen sie nämlich auf. Oh, jetzt steigt Oi ein. Ach, die. Hallo. Ja, hier steigt gerade noch ein kahlköpfiger Mirko ein. Den hier? Guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. So, ich kann weiter. Ich habe auch grün. Unterteilstraße oder wo fährst du los? Sollte, ne? Ja. Wenn du jetzt rechts abbiegst, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Ich wollte gerade sagen, sieht auf der rechten Seite so ein bisschen parkmäßig aus. Ah, mehr so kleingartenmäßig, ne? Ja. So kleine Laubensiedlung. Oh, mir kommt ein GN1 entgegen. Ja, mir kam auch gerade ein GN1 entgegen. Mit AVG-Lackierung. Was macht die denn da? Hä, ein GN1 mit AVG-Lackierung? Du meinst die von Alheim? Die von Alheim, ja. Ach so, okay. Oh, ich bin am Stadtpark. Ja, ich komme da gerade um die Ecke gezimmert. Aussteigen will bisher keiner. Ja, kommt noch. Ah, bei mir will im Stadtpark keiner rein. Ja, bei mir wollen sie noch nicht rein. Ich stehe offenbar nicht. Ja, genau, es fehlt noch ein Millimeter, dass sie einsteigen. Ja, ist doch immer so. Ja. Hallo. Ja, echt. Jetzt kommt die Wernerstraße. Ja, ich habe noch eine 0,4er Verfrühung. Ja, ich habe jetzt eine Minute. Oh. Warte an der Wernerstraße, weil hier ist schlecht zu stehen. Ich hätte die gesamte Straße blockiert. Das ist leider richtig, ja. Das ist auch geil. Du siehst den Hauptbahnhof, aber du hältst als 21 näher am Hauptbahnhof. Du biegst vorher links rein. Der FPS ist echt gut. Bei der Probeaufnahme, wo ich hier lang gefahren bin, habe ich teilweise 12 FPS gehabt. Jetzt habe ich 20, 21. Ah, das ist der gute Einfluss. Von dir, ne? Na klar.
Links rein zur Wernerstraße. Mhm. Bei mir performancemäßig kann ich mich jetzt auch nicht beklagen. Ich hoffe, das sieht in der Aufzeichnung dann hinterher genauso gut aus. Ich weiß ja auch nicht, warum du das jetzt gesagt hast. Ja, vielleicht wegen den nicht so ganz ruckelfreien Aufnahmen von Städtedreieck, was ich sehr schade fand. Ja. Weil ich hatte passiert, mir da noch, ne, Mühe gegeben, diese durchaus enge Linie vernünftig zu fahren. Wenn es jetzt flüssig läuft, dann liegt es natürlich nur an mir, ne? Natürlich, der hervorragende Mapbauer. Kein bisschen ironisch. Gar nicht. Hier mit 07 an der Werner. Jo, 06, 05. Ich warte mal noch ein bisschen, ne? Na, ich rolle jetzt langsam vor, weil nächstes Hauptplatz und da kann man schön stehen. Ja. Aber mit mehr als 05 Verfügung wollte ich jetzt auch nicht wegfahren. Ich habe 05, 04. Ja. Deswegen fahre ich auch vor. Jetzt müsst ihr die englische Ansage gucken. Ja, bei mir haben sie jetzt erstmal ein bisschen gemeckert, weil ich hinten den Bordstein ein bisschen erwischt habe. Aber ich dachte mir besser, der Bordstein ist das entgegenkommende Auto. Nächste Haltestelle, Hauptplatz. Umsteigemöglichkeit ja zu den Linien 21, 22, 23 und 24. Next stop, an dem vorderen Bussteg. Also den hinteren, den allerletzten in der Reihe. So, ja, dann bin ich jetzt auch im Hauptbahnhof. Also Hauptplatz. Hauptplatz, stimmt. Was sagst du, vorderer Bussteig? Der ganz hinten, Steg 1. Oh, wenn du das vorne nennst. Jetzt hast du mich in die Irre geführt. Ja, ganz vorne in der Reihe. Okay. Da will aber keiner rein. Nicht? Oder kommen die mir jetzt hinterhergelaufen von da hinten? Weiß ich nicht. Können wir also mal schauen. Bei mir sind welche eingestiegen. Na, mal schauen. Hinter mir kommt auf jeden Fall gerade wieder ein Gelenkfahrzeug an. Der hält aber dann wirklich da, wo ich eben kurz gehalten hatte. Nö, hier will keiner mehr. Hinter mir ist nix. Hinter mir ist nix. Ich muss auch wieder los nach Fahrplan. Ich auch, 0-0. Okay. Oh, jetzt kommt wieder die gute Straße. Jetzt kommt erstmal die gute Durchfahrt mit den Pöllern. An sich von der Straßenführung hat sich bis jetzt auf dem Bereich, wo wir waren, nach der V1 nichts getan. Außer am Hauptplatz, da haben wir alles umgebaut. Mit den Busstegen. Mhm. Jetzt kommt noch Stadtwall und danach die Straße, die ist schon wieder auf neuen Boden. Ab da ist alles neu gebaut. Jo, aber irgendwie will am Stadtwall ja auch keiner will. Ah, bei mir ist ein Kind. Das will ich, glaube ich, mal reinlassen. Sonst wird Mutter wütend, wenn sie nach Hause kommt. Könnte sein, ja. Gibt ein bisschen Ärger. Die Deutsche Bahn hat sich da ja auch einen hervorragenden Ruf erarbeitet, indem sie Kinder und Jugendliche schon mal raussetzt. Ja, aber ich bin kein Schaffner und schmeiß sie jetzt raus. Kommt schon die erste neue Haltestelle. Ja, ich habe auch wieder Abfahrt. Fahr weiter. Breitenkirchener Straße. Hier musst du rechts. Dann rechtsen wir doch eben. Mal vernünftig abbiegen hier, ne? Ja. Bei meinem schlechten Fahrstil. Oh, ja. Moin. Dann sag mir nicht hallo. 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 Eine Kurzstrecke bitte. Ah, meine Fahrgäste sind gerade etwas höflicher. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr auf meinen Kanal, also den Kanal von Benedikt und mir, mehr Omsi-Videos wollt. Ist alles kein Thema. Vor allem auch von meinen Karten. Und ob ihr den Mark auch dabei haben wollt. Irgendwie habe ich hier gerade ein Problem mit dem Wechselgeld. Okay. Warum auch immer. Ist doch standardmäßig auf D-Mark. Geht der nicht noch Rückgeld? Könnte sein. Oh. Schauen wir mal. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Ja, die Dame, ich hab's gehört. Mein Gott. Vielleicht noch ein bisschen kleiner? Nö, nee, kleiner habe ich nicht. So wirklich schlau geworden bin ich jetzt nicht, was für eine Währung gerade rausgekommen ist. Aber ich konnte es jetzt nicht so gut sehen.
Also ja gut, wir sind jetzt gerade durch die Nordstadt gefahren, ne? Die Währung ist schon mal klar. Wieso zahlen wir hier in türkischer Lira? Und ja. Und jetzt gleich kommt der Dortmunder Platz, ne? Also. Oh, die nächste Haltestelle wird mir im Ibis übrigens nicht angezeigt. Ja, das ist Dortmunder Platz. Da halte ich jetzt gerade auch. Ich habe eine Minute Verfrühung. Und irgendwie ist hier mit deinen Ampeln was passiert. Eine schwebt in der Luft, eine hängt überhaupt nicht am Mast. Ja, habe ich gerade gesehen. Naja, es ist ja noch nicht fertig. Gerade die Stelle, weil hier war eigentlich alles anders geplant. Mhm. Mal gucken, wie die Haltestelle genau heißt. Dortmunder Platz Rheinschule. Weil wenn man hier links guckt, dann ist da Schule und Schulbus, Haltestellen und sowas. BE-Wagen. Kommt auch alles. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Also ich habe doch Euro drin und ich habe ein VR-Ticket-Paket drin, fällt mir gerade auf. Hier haben sie nämlich gerade ein 4-Fahrten-Ticket abgekauft. Ah. Also ich fahre gerade los, weil es gerade grün. Dito. Gerade gelb geworden. Ja, bei mir ist noch grün. Kommt der Mainzer Platz. Ja. Nächste Haltestelle, Mainzer Platz. Am Mainzer Platz muss er aufpassen mit dem Dach, ne? Oh, auf der anderen Seite ist ein total überfüllter Zitaro. Wie viel Abstand halten wir denn sicherheitshalber mal? Ich habe eine Minute am Platz. Und eine 22 kommt mir entgegen. Hallo. 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 Also wenn man mal am Bordstein entlang streift, meckern sie ja gerne, aber interessanterweise meckern sie hier nicht wegen dem Vordach. Der Abstand hat offenbar gereicht. Okay. Ja, ich habe auch ein paar Zentimeter. Mal normal, bitte. Müssen sie halt mal einen anständigen Schritt machen. Eben. Bekanntlich läuft hier die Omi ja ohne Rollator rum, dann geht das ja. Ja, die ist noch recht fit. Die ist gut im Quengeln, aber in Wirklichkeit ist die noch fit. Dankeschön. Blick im Spiegel, da kommen gerade Autos und danach schere ich mich mal ein. Ja, die wollen hier erstmal noch massig Fahrscheine kaufen. Ich schere jetzt gerade ein. Danke. Hallo. Ich hätte gerne jetzt meckern sie. Na sowas. Ach, Mercedes in meinen Nachläufer reingefahren. Ja, das mit dem hinten reinfahren, das kann Omsi momentan richtig gut. Ich habe das Gefühl, das ist mit den letzten Patches eher schlimmer geworden. Mir auch egal, wenn sie hinten reinfahren, kann ich da nichts für. Nö. Wer hinten reinfährt, ist schuld, es sei denn, du hast einen Rückwärtsgang drin. Eben. Ich fahre mittlerweile auch weiter. Nächste Haltestelle, Betriebshof der Stadtwerke Weihershausen. Mhm. Oh, oh, Sprinter am rechts überholen. Und wie, ey? Bist du eigentlich gerade? Ankunft am Betriebshof. Ja, ich auch. Genau im selben Moment. Hallo. Klein, aber fein. Hallo. Hoch, ne? Ah, hier ist gerade so ein blondes Geschöpf eingestiegen. Hallo, Tür 3, gehst du mal zu? Hallo, Ampel, springst du mal auf grün? Ich hab noch einen Haltewunsch. Aber. Nächste Haltestelle, Kelchberg Bahnhof. Übergang zum Nachbarn. Rot. Kelchberg Bahnhof ist der Halt unter der Brücke, oder? Ja. Ist kein Haltestellenhelfer. Ursprünglich war auch geplant, dass die Busse da hochfahren. Das war auch bis vor kurzem noch so. Daran kann ich mich sogar erinnern. Ja. Omi, hau rein.
Jetzt ja. Hau ich dich platt. Und hier möchte eine Dame noch nachträglich Hallo. Einsteigen. Achso, hier haben sich noch ein paar Fahrgäste nachträglich für den Bus entschieden. Ja, das geht natürlich auch. So, ihr 4-Fahrten-Ticket, bitteschön. Ich glaube, ich muss die Ansagen noch lauter machen, ne? Eine Kurzstrecke. Sind die ziemlich leise? Ja, das ist ja sogar bei manchen kommunalen Betrieben wirklich so, dass die leise sind. So, dass man sie nicht versteht. So, ich habe hier gerade einen Bus grün, ich fahre mal. Ich auch. Sag mal, ist das OMSI wirklich synchron bei uns oder was? Ja. So, jetzt haben wir einen Kreisel. Ich glaube, da sagtest du, der ist noch nicht ganz ausgestaltet. Nächste Haltestelle, Kelchteich. Schauen wir uns mal vorsichtshalber gut um. An sich sieht er ja gut aus, ne? Ja. Kelchberg ist auf jeden Fall hier rechts. Mhm. Oh, ich glaube, ich habe einen Bordstein mitgenommen. Bin zwar nicht drauf gekommen, aber Flankenschutz hat's getroffen. Ja. Haben's gemeckert, ne? Nö, gemeckert haben sie nicht. Ne? Aber ich hab's am Lenkrad gespürt. Gucken, dass auch kein Fußgänger rüber will. Und wieder rechts, wie ich sehe. Eine 30er. Also die Haltestelle. Da kommt wieder so ein schöner Boden. Hallo. Die denken sich auch, oh, ist mal netter Fahrer unterwegs? Ja. Der Bahndamm. Ja, aber der Fahrplan an sich ist doch schon mal gut. Du hast nicht zu viel Verspätung, nicht zu viel Verfrühung, ne? Nö, das geht. Du kannst einigermaßen angenehm fahren, du kommst auf deine Geschwindigkeit und bist trotzdem pünktlich. Jo. Also eine halbe Minute nenne ich jedenfalls nicht zu spät. Ne. Ich kam auch nicht höher als 1,1. Jetzt mit 0,3 Verfrühung an der Haltestelle Bahndamm. Da fahre ich gerade hin, beziehungsweise komme gerade an. Weil auch hier fehlt der Haltestellenhilfe. Wie im Bus ist es kalt. Kein Heizöl aufgefüllt, tut mir leid. Oh, wie, du musst Heizöl nicht auffüllen? Ja, das hat der Citaro eben so. Okay. Haben einige von uns auch. Gibt Citaros mit separaten Tank, aber MAN ist dafür bekannt eigentlich und Neoplan. Jetzt kommt die Meldung für gerade. So, am Bahndamm bin ich fertig. Oh, ich biege jetzt gerade rechts ab. Gerade zufällig frei die Straße. Hier hat die Stadt wahrscheinlich versucht, die Straße ein bisschen zu flicken. Versucht? Wenn Gemeinden etwas versuchen, das ist immer gefährlich. Ich glaube, daher kommt, glaube ich, der Begriff Flickschusterei. Das müssen die Kommunen sein, die diesen Begriff schuldig sind. Ja, also die Fahrbahn, der Zustand könnte besser sein. Hallo. Hallo. Willkommen an Bord. Manfred, sei ganz lieb. Mit Rücksicht auf Manfred habe ich Niedling drin. Ah, oh, Lenkrad ist leicht am Vibrieren bei der Straße hier. Geringfügig. Ich will hoffen, man hört es nicht so sehr. Jetzt kommt die Haltestelle Altenheim an der Mühle. Hier habe ich 06, kann ich ein bisschen warten. Möchte zumindest mal jemand aussteigen. Oh. Ja, bei mir nicht, gerade aber. Oh, das Auto hat auch knapp hinter mir gehalten. Mein Mai. Ist auch Altenheim? Ja. Alles klar. Ich habe 02. Ja. Dito. 01, jetzt fahre ich los. Ja, ist echt mal selten, dass zwei PCs genau gleich laufende OMSI-Uhren haben. Recht.
nochmal ein riesiger Kreisverkehr. Wenn du das so sagst, weiß man nie, ob es Ironie ist oder nicht. Nee, das ist definitiv keine Ironie, der ist riesig. Ja, dafür sind sie mir auch gerade hinten reingefahren. Und das nur, weil ich beim Ausfahren etwas vorsichtiger war. Oh, direkt dahinter ist die Haltestelle. Liegen die... Hä? Wo war die Haltestelle? Direkt hinterm Kreisverkehr. Ich hab gar keine gesehen. Nicht? Moment, jetzt muss ich mal draußen gucken. Durchgefahren? Ernsthaft? Direkt hinterm Kreisverkehr, auf der rechten Seite. Ja, wer da mal einen Haltestellenhelper, ne? Da wird man das besser sehen, wenn man das um die Kurve kommt. Ach, ich lasse sie einfach mal hier aussteigen, wenn sie möchten. Wollen sie aber nicht. Tja, da haben sie Pech gehabt. Ja, passiert. Jo. Hallo, meine erste Tour hier. Oh, jetzt kommt die Endstelle. Ja, ich wollte gerade sagen, die wurde gerade angesagt. Hast du einen Überblick, wie viel der Minute wir sind? Nein, leider nicht. Okay. Das tut mir jetzt leid für die Fahrgäste, die jetzt etwas weiterfahren. Ob 22 losgefahren, 45 Ankunft, also 23 Minuten mit Anrede 4 Minuten. 27 Minuten oder so. Wie mal Daumen. So, wollen wir den Opel-Fahrer noch durchlassen? Also wie viel Pi ist, weiß ich. Wie viel ist ein Daumen? Weiß ich nicht. Oh, hoffentlich komme ich jetzt hier rum, ohne dass sie mir reinfahren. Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein, bei mir geht gut. Wo wendest du? Wendest du vor den Fahrzeugen, die dir da entgegenkommen? Nee. Ich habe gewartet, bis alle durch sind. Dann bin ich da rum. Okay, also mit anderen Worten, die nehmen hier überhaupt keine Rücksicht. Ich komme nämlich jetzt hier nicht mal durch zur nächsten Haltestelle. Da ist die Auswertung. Fahrplan kann ich schon mal abbrechen. Also das ist so eine Sache, also... Weiß nicht, das ist so wie jetzt etwas ungünstig. Wie komme ich jetzt an die Haltestelle? Die wollen nämlich jetzt nicht weiter. Ich tue jetzt etwas, was ich eigentlich nicht so gerne tue. Ich rufe die Bullen. Oh. Die was rufst du? Die Bullerei. Unsere lieben Polizisten. Die Bullerei. Ja, wie soll ich das sonst nennen? Kommt noch ein Skoda. Jetzt fahren sie immerhin durch. Also ich stehe eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben mich nur beim Abbiegen dann touchiert nach dem Motto, wir sehen den Bus mal wieder nicht. Astra. Ich bin jetzt noch einmal um den Pudding gefahren, weil ich mich auf den Pausenplatz stellen möchte. Es kommen aber auch reichlich Fahrzeuge von da, muss man mal sagen. Mhm. Ich stelle mich jetzt hier am Rand auf den Pausenplatz. Mhm. Motor aus. Ja, ich habe Verbraucher an, ich weiß. So, das war's jetzt aber. Endhaltestelle erreicht. Na gut, die Verspätung habe ich jetzt natürlich durchs Polizeirufen, aber was soll's. Wird. Aber man hat ja auch nicht wirklich Pause, ne? 2 Minuten wären das jetzt gewesen. Ja. Die habe ich jetzt freilich nicht mehr. So, ich habe jetzt auf jeden Fall die perfekte Sicht auf Fahrzeug. Ja. Ist das denn jetzt hier auf der Karte eine der, wie würdest du sagen, längeren Linien? Oder wird das eher eine relativ kurze sein? Was ist da noch geplant? Geht eigentlich so. Also, ich finde, wir werden auf jeden Fall mal die 23 fahren. Mhm. Da ist ein bisschen Herausforderung gefragt und die geht auch ein bisschen. Okay. Im Schnitt sind die Linien alle so lang. 20, 25 Minuten. Wir haben aber auch eine kurze zum Friedhof runter, die können wir auch mal fahren. Mhm. Aber das ist halt alles in den nächsten Parts, ne? Natürlich. Ja, für mehr lange Folgen. Für zu lange Folgen werden wir nicht bezahlt. Von daher würde ich sagen, ja, recht herzlichen Dank an alle Zuschauer fürs Interesse und fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Zuschauer auf beiden Kanälen sind zufrieden mit dem, was sie gezeigt bekommen. Kanäle verlinken wir natürlich untereinander. Selbstverständlich. Ja. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Ja, sehe ich genauso. Ich verabschiede mich dann auch. Danke fürs Zugucken. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Bleibt da steif, schaltet da rein. Ich sag dann schon mal Tschüss. Tschüss, Sikowski. Und tschüss.